Jo Leute, was geht? Willkommen zurück. Heute geht es um das Pokémon Home Update, welches gestern erschienen ist. Und ich mache euch unten Timesteps rein, weil jetzt muss ich erstmal ein bisschen abranten darüber, wie das ganze Update abgelaufen ist. Also müssen wir festhalten, am 24. Mai sollte eigentlich das Update kommen für Karmesin und Purpur. Unabhängig davon, dass das Game natürlich schon ein halbes Jahr draußen ist und es hieß, es soll im Frühjahr 2023 erscheinen. Das konnte nicht eingehalten werden am 24., deswegen wurde es auf den 30. verschoben. Und am 30. ging die Wartungsarbeit nachts um 2 Uhr los, sollte um 8 Uhr beendet sein, war dann erst um 10 Uhr beendet. Und ich und viele andere aus Deutschland mussten jetzt, es ist 19 Uhr, wo ich das Video aufnehme. Und ich hatte gedacht, okay, kann ich richtig schön morgens ein Video aufnehmen dazu und euch alles Mögliche zeigen und erklären. Es hat jetzt einfach 11 Stunden gedauert. Also, da muss Game Freak echt, also ich glaube nicht, dass sie besser werden, aber das ist wirklich eine Katastrophe. Aber kommen wir zum Video. Also, es geht jetzt endlich die Verbindung mit Karmesin und Purpur zu Pokémon Home. Und da könnt ihr ganz wie gewohnt die Pokémon, die es im Spiel gibt, übertragen. Wie zum Beispiel hier dieses Sphinx, was ich habe. Das packe ich natürlich auch direkt zu Shinies, weil ich will das natürlich direkt hier schön sortiert haben. Packen wir hier hin. Und das habe ich von Pokémon Go. Können wir hierhin übertragen. Alles super. Igamaru, das gleiche Spiel, gab es ja schon in den Raids. Können wir übertragen. Dann haben wir hier ein Floink. Und soweit ich weiß, gibt es Floink nicht in Karmesin und Purpur und wird auch nicht mit dem DLC übertragen werden. Schau mal, was er uns sagt. Ja, du kannst dieses Pokémon nicht auf diese Spielesoftware übertragen. Wieso sage ich das? Weil ich habe hier zum Beispiel mal ein Kyogre mitgenommen und von Kyogre weiß ich, dass es das in Karmesin und Purpur gibt. Und jetzt schau mal, was dort steht. Das ausgewählte Pokémon, das du aus Pokémon Go übertragen hast, wurde in diesem Speicherstand noch nicht erhalten und kann daher nicht entnommen werden. Das bedeutet, sobald Kyogre im Pokédex eingespeichert ist bei Karmesin und Purpur, können wir es auch übertragen. Und so können wir jetzt ein paar Pokémon durchgehen und mal schauen, welche noch kommen werden. Impergator weiß ich, dass der kommen wird, aber ist noch nicht im Spiel. Ups. Togetic können wir auch mal gucken. Können wir nicht übertragen. Palkia. Da ist wieder das Gleiche. Ne? Ist noch nicht im Speicherstand vorhanden, deswegen können wir es nicht übertragen. Aber sobald es im Speicherstand vorhanden ist, dann können wir es übertragen. Otarau kennen wir ja auch. Gibt es ja auch schon auf Karmesin und Purpur. Ich übertrage das mal eben. Und so könnt ihr alle Pokémon auf eure Edition von Karmesin und Purpur endlich übertragen. Hat ja auch nur ein halbes Jahr gedauert. Plus nochmal eine Woche Verzögerung. Es gab auch einige Änderungen bezüglich alten Attacken und neuen Attacken und da wurde ein bisschen was abgedatet, dass die Attacken auch wieder zurückgespielt werden können. Finde ich allerdings nicht so spannend. Spannender sind ja diese Punkte hier, die man jetzt auch auf Pokémon Purpur packen kann. Diese Punkte, wie viel habe ich hier? Genau, 10 LP für 1 P. Und wenn ich jetzt hier LP eingebe, ich habe 7000, dann kriege ich unten Punkte dafür. LP, damit könnt ihr euch ja in Karmesin und Purpur Sachen kaufen. Je nachdem, wie viele Home-Punkte ihr habt, könnt ihr euch halt LP holen. 9000, aber ich habe 7000 Punkte. Wie viel LP wären das? 70.000 LP ist wirklich nicht viel, aber der ein oder andere von euch hat natürlich bestimmt ganz, ganz viele Punkte auf Pokémon Home. Vor allen Dingen an die ganzen User, die Pokémon Home Pro haben. Das habe ich ja nicht. Ich habe ja nur die ganz normale Standardversion. Und ja, das war es eigentlich schon. Klar, ihr könnt auch vom Pokémon Bank eure Sachen übertragen. Aber im Grunde gibt es da nicht mehr zu sagen. Jetzt könnt ihr alle Pokémon, die es im Karmesin und Purpur Pokédex gibt, auf euer Spiel holen von älteren Versionen. Und gerade wenn dann die nächsten Titan Raids kommen und vor allen Dingen ein DLC kommt, dann kann man einige Pokémon übertragen. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, vor allen Dingen auch die legendären Titan Raids, dann abonniert den Kanal und dann würde ich sagen, like das Video und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.